Moin, ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und möchte mit einer Frage starten. Kannst du dir vorstellen, dass die Bundesliga ihren Spielmodus anpasst? Ich gehe davon aus, dass ich dir nichts Neues erzähle, wenn ich sage, dass alle 18 Clubs in der Hinrunde und der Rückrunde gegeneinander spielen. Am Ende steht der oben, der die meisten Spiele gewonnen hat oder insgesamt die meisten Punkte gesammelt hat und der wird auch Meister. So weit, so gut. Es gibt aber auch durchaus andere Spielmodi, die ich heute einmal mit dir durchgehen möchte, ganz besonders den aus Österreich. Ich habe vergangene Woche schon über Österreich geschrieben und auch in dem Video davon berichtet, was ich beim Fußballkongress Österreich gelernt habe. Und ich möchte heute in das Thema Spielmodus etwas tiefer einsteigen. In Österreich spielen insgesamt 12 Clubs in der höchsten Spielklasse gegeneinander, ganz klassisch Hin- und Rückrunde. Das sind dann 22 Spieltage. Und dann gibt es etwas ganz Besonderes. Die Liga wird in zwei Teile geteilt. Wir haben also die ersten sechs Clubs und die zweiten sechs Clubs. Die kommen in zwei verschiedene Gruppen und während das passiert, wird die Gesamtzahl an Punkten, die jede Mannschaft hat, halbiert. Das bedeutet, an der Reihenfolge ändert sich erstmal überhaupt nichts. Aber der Erste, wenn er beispielsweise vorher 12 Punkte Vorsprung hatte, hat nunmehr 6 Punkte Vorsprung. Das wiederum bedeutet, dass er innerhalb von 2 Spieltagen eingeholt werden kann. Die österreichische Bundesliga hat sich vorgenommen, dass sie den Wettbewerb etwas ausgeglichener gestalten möchte und dadurch mehr Spannung für die Zuschauer einbringen möchte. Das läuft jetzt gerade das allererste Mal, deshalb schaue ich mir das auch so detailliert an. In dieser ersten Gruppe, wo quasi die besten 6 Mannschaften gegeneinander spielen, geht es natürlich um den österreichischen Meistertitel. Der Sieger nach einer weiteren Hin- und Rückrunde in dieser kleinen Gruppe ist am Ende österreichischer Meister. In der Verlierergruppe, die Qualifikationsgruppe heißt, geht es natürlich um den Abstieg. Das bedeutet, wer am Ende der Saison ganz unten ist, steigt ab in die zweite österreichische Liga. Aber auch der Erste dieser Qualifikationsrunde hat einen gewissen Anreiz. Er hat nämlich die Chance, sich für die Europa League zu qualifizieren. Das wiederum wird dann ziemlich kompliziert, weil die Clubs aus der ersten Gruppe natürlich auch die Chance dazu haben sollen und etwas bevorteilt werden sollen, weil sie ja zu den besseren 6 Clubs gehören. Und wenn du jetzt sagst, boah, das ist ganz schön kompliziert, ich habe das für dich alles nochmal grafisch aufbereitet, noch etwas passender ausformuliert und habe dir vor allen Dingen auch nochmal gesagt, was das dann genau für die internationalen Startplätze bedeutet. Denn wir wissen, da geht es um richtig viel Geld. Wenn du das jetzt wissen möchtest, wie das geht, dann klick einfach auf den Link in der Beschreibung zum Video. Ich würde mich freuen, wenn du draufklickst und sag bis dann, dein Ralf von Fußballwirtschaft.